Was geht? Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Camera News. Ihr wisst, das Format, wo ich euch die wichtigsten Sachen, die in der Kamerawelt passiert sind, in einem Video liefere. Also ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge von Camera News. Und heute wird es wirklich besonders spannend. Denn wir reden heute über die erschreckend gefallenen Umsatzzahlen von Canon. Eine neue Sony-Kamera, die wirklich so groß ist wie euer Smartphone, wo drin aber die Technik von einer wirklichen Profikamera steckt. Einen revolutionären ND-Filter, den man einfach in Adapter reinklemmen kann, womit man dann zum Beispiel Canon-Objektive einfach an seine Sony adaptieren kann. Wirklich, seid gespannt darauf, das ist wirklich richtig fancy. Aber das war noch nicht alles. Wir reden auch noch darüber, wieso Canon jetzt Micro Four Thirds Sensoren verkaufen wird und dass Sony jetzt auch in das Dongle-Geschäft eingestiegen ist, um so Adapter einfach für euer MacBook zu bauen. Wirklich sehr, sehr verrückt. Also ganz viel Spaß mit dieser Folge von Camera News. Jeder, der sich ein bisschen mit Kameras beschäftigt, wird mitbekommen haben, dass Canon die letzten Jahre leider ein bisschen den Markt verschlafen hat und da wirklich Sony und Panasonic oder jetzt auch Nikon wirklich eine sehr starke Konkurrenz geworden sind. Zwar haben sie es versucht, mit der Canon R oder mit der Canon RP nochmals in den Markt reinzugrätschen und auch Mirrorless-Kameras rauszubringen, die mit Sony, Panasonic oder auch Nikon-Kameras mithalten können. Leider haben sie das anscheinend nicht ganz so geschafft. Anfang 2019, das heißt Q1 2019, kam schon die Meldung, dass im Vergleich zu Q1 2018 der Gewinn, das heißt der Profit, um 40% gesunken. Das Ganze wurde aber nochmal schlimmer in Q2 2018, denn diese Zahlen hat Canon jetzt veröffentlicht. Und zwar ist der Gewinn, das heißt der Profit, um 55% eingebrochen im Vergleich zu Q2 2018. Für mich ist das einfach nur ein logischer Schritt, weil einfach nichts Revolutionäres von Canon rauskommt. Und wenn etwas Neues von Canon rauskommt, dann hat es immer massive Probleme in anderen Bereichen. Und ich rede nicht davon, dass sie zum Beispiel in der Canon RP einen Sensor aus der Canon 6D rausbringen, der schon älter ist als 5 Jahre. Das ist noch nicht mal das Problem, sondern einfach, dass sie die Kameras wirklich kastrieren mit einfach zu schlechter Software. Aber ihr kennt den Spruch, Konkurrenz belebt das Geschäft, und ähnlich wie Sony damals mit der A7-Reihe wirklich an Zugzwang war, muss jetzt auch Canon etwas Revolutionäres rausbringen, sonst werden sie leider nicht mehr in Zukunft eine große Rolle im Consumermarkt spielen. Sony hat auch wieder eine neue Kamera rausgebracht, und zwar diesmal eine Kamera, wie ich eingangs schon erklärt habe, die nicht nur sehr kompakt ist, sondern auch wirklich sehr gut, und zwar die Technik quasi von der Sony A9 drin hat. Und zwar die Sony RX100 Mark VII. Sie hat genau den Autofokus von der Sony A9 bekommen und ein 24 bis 200 mm Objektiv wieder von Blende 2.8 bis Blende 4.5. Ich könnte jetzt sagen, leider keine durchgängige Blende, aber das würde einfach niemals funktionieren bei so einer kompakten Kamera. Weitere Features sind 20 FPS durchgängiges Fotografieren mit vollem Autofokus, das heißt auch der Gesichtsautofokus und Augenautofokus, der auch in dieser Kamera neu verbaut ist. Wieder ein 180 Grad und 90 Grad nach unten klappbares Display. 6K wird runtergesampelt auf 4K und kann wieder leider nur 5 Minuten aufnehmen. Was aber dazugekommen ist für alle Videoliebhaber, ist ein Mikrofoneingang. Die Kamera wird 1300 Euro kosten und im August auf den Markt kommen. Und ich habe mir diese Kamera auch schon reserviert, also wird ein Review auf jeden Fall auf diesem Kanal hier online kommen. Also falls ihr daran interessiert seid, solltet ihr definitiv diesen Kanal abonniert haben. Und was ich wirklich sehr, sehr stark finde, dass Sony einfach die ganzen Neuigkeiten, die von Sony rauskommen, wie zum Beispiel der Augenautofokus, der wirklich exzellent ist, den nehmen sie einfach und packen das Ganze in so kleine, kompakte Kameras. Und das hat einfach den größten Vorteil für uns Consumer, genauso soll es sein. Reden wir über einen Adapter, den ich wirklich sehr spannend finde, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir so lange so einen Adapter gewünscht. Und zwar eine Mischung aus einem sehr guten Adapter, zum Beispiel den Sigma MC11 und ND-Filter, Pull-Filter oder auch Verlaufsfilter, die man einfach vorne ans Objektiv normal ranschrauben könnte. Denn die Firma Aurora Aperture hat eine Kickstarter-Kampagne gestartet, mit der genau das möglich ist. Zum einen verkaufen sie auch einen UV-Filter, sodass kein Staub mehr auf den Sensor eurer spiegellosen Kamera raufkommt, solange ihr diesen Adapter benutzt.
benutzt. Sie bieten auch noch ganz verschiedene ND-Filter an, und zwar von ND4 bis ND65.000. Ja moin, damit kann man auf jeden Fall länger belichten. Und zwar sind das Ganze dann 16 Stops. Bis zum 18. August könnt ihr euch entscheiden, bei dieser Kickstarter-Kampagne mitzumachen. Die Sachen werden dann im Oktober verschifft und jeder Filter kostet $44. Canon soll jetzt auch eine Micro Four Third Kamera rausbringen. Auf jeden Fall wurden jetzt erstmal 3 neue Linsen gelistet, die so von Canon News veröffentlicht wurden. Ein 12 bis 48 mm, ein 12 bis 47 mm und ein 12 bis 24 mm Objektiv. Allesamt sind für Micro Four Third Sensoren konzipiert. Da stellt sich mir die Frage, vielleicht wollen sie einfach nur Panasonic oder auch Blackmagic kopieren und eine MFT-Kamera nur für den Videobereich herausbringen, weil sie es einfach nicht schaffen, einen Full-Frame-Sensor rauszubringen, die die gleichen Specs oder einfach nur an die Specs auch nur ansatzweise rankommen könnten, wie zum Beispiel die Lumix, Sony oder auch Blackmagic-Kameras. Natürlich auch Nikon, die darf ich nicht vergessen. Es könnte natürlich auch sein, dass sie für Panasonic und Olympus Objektive rausbringen, weil sie sich denken, wir können es einfach besser. Ist natürlich sehr unwahrscheinlich. Mich interessiert brennend eure Meinung dazu. Schreibt es mir mal gerne unten in die Kommentare, weil so richtig kann ich mir darunter nichts vorstellen. Sony hat den weltweit schnellsten USB-C-Hub vorgestellt, und zwar den MRW-S3. Das ist der schnellste Dock, mit dem ihr zum Beispiel Micro-SD-Karten, aber auch UHS-2-SD-Karten einfach an euren Computer anstecken könnt. Aber das ist noch lange nicht alles. Ihr habt auch 100 Watt Power Delivery mit dabei oder auch einen 4K 30 FPS HDMI-Anschluss, mit dem ihr zum Beispiel Monitore anschließen könntet. Ein offizieller Preis ist noch nicht bekannt, was aber bekannt ist, ist, dass er bis zu 1000 MB pro Sekunde transferieren kann. Alles klar, ich hoffe, diese Folge von Cameron News hat euch gefallen. Ansonsten war es das mit diesem Video, es war mir wie immer eine Ehre. Macht's gut, ciao!